Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 10. September. Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre wieder seine Sünde. Klagelieder 3, Vers 39. Es ist fürchterlich viel Lärm in der Welt. Flugzeuge, Autos, Hunde, Radios, Lautsprecher. Alles lärmt. Unser Textwort spricht von einem Lärm, den man nicht in Phon messen kann und der doch mehr als aller andere Lärm die Welt vergiftet. Was murren denn die Leute im Leben also? Wie die Bibel uns kennt, in der Tat ist die Welt erfüllt von Murren der Menschen gegeneinander. Nun hat die Bibel einen wundervollen Vorschlag. Wie wäre es, wenn jetzt einmal jeder gegen seine eigene Sünde murren wollte? Es ist dem Propheten klar, dass er mit diesem Vorschlag nicht viel Beifall findet. Darum spricht er, wenn er von den gegeneinander Murren redet, von der Mehrzahl, die Leute. Warum murren die Leute? Da murrt man immer im Kollektiv. Es murren die alte Generation gegen die junge und umgekehrt. Es murren die Farbigen gegen die Weißen und umgekehrt. Es murren die Arbeitgeber gegen die Arbeitnehmer und umgekehrt. Es murren Mieter und Hausbesitzer gegeneinander. Man murrt immer in der Menge. Ein jeglicher aber murre gegen seine Sünde. Da ist nicht mehr die Rede von den Leuten. Da heißt es, ein jeglicher. Das ist ein sehr einsamer Entschluss und ein Schwimmen gegen den Strom, wenn jemand sagt, ich habe gesündigt, aber wohl uns, wenn wir so sprechen. Dann nämlich tritt Gott auf unsere Seite, der in Jesus bußfertige Sünder annimmt. Herr, zeige mir den Balken in meinem eigenen Auge, damit ich aufhöre, mich um die Splitter in den Augen der anderen zu kümmern. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.